Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Im letzten Part sind wir bis hier hingekommen, bis zu Rosalinas Observatorium. So könnte es auf jeden Fall heißen, denke ich mal. Und so heißt das nicht sogar auch so? Ich weiß es gerade gar nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, gut, diesmal verspreche ich euch, dass der Part nicht eine halbe Stunde lang geht, weil ich wollte wirklich eigentlich viel schaffen und ich wusste gar nicht, dass es ein bisschen lange dauert, um hierher zu kommen für den Anfang. Deswegen, sorry für die fast halbe Stunde und ja, diesmal werde ich mal ein bisschen kürzer machen und ja, es ist eigentlich so 15 bis 20 Minuten ist eigentlich immer so eine ideale Zeit, weil eine halbe Stunde wäre ein bisschen zu lang und naja, egal, wir wollen ja nicht so auf Topic gedöns ein bisschen labern. Deswegen gehen wir direkt hier rein, was hier sofort freigeschaltet wurde. Weil das ist ja schon diese Art Observatorium, wo wir wahrscheinlich die ganzen Planeten sehen werden, denke ich mal. Gut. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, sie ist das Auge dieser Sternenwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen, wenn er sich verwandelt hat. Ziele mit dem Stern auf den Greifstern und drücke A. Okay. Ah, okay. Richte die Wii-Verbindung auf dem Bildschirm. Ja, habe ich. Ziele auf den Stern und drücke A. Okay. Ah, so. Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternenwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Power-Sterne. Jetzt hätte ich fast Power-Monde gelesen. Aha. Galaxy, nicht Odyssey. Junge. Okay. Befreie Powersterne, um zu weit, weit entfernten Galaxien zu reisen. Ich die Wii-Verbindung auf dem Bildschirm. Klar, mach ich. Okay, also können wir als erstes auf jeden Fall dahin. Ich denke mal, das hat nicht nur was mit Entfernungen zu tun, sondern die jeweiligen Anzahl der Sterne, die wir haben, glaube ich, und die wir auch benötigen, weil wir haben eins, da stand noch eins da, deswegen. Ja. Eierplanet Galaxy. Ist es das, was ich vermute, dass wir jetzt schon da kommen? Oh, bitte, 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 bitte lass es das sein, was ich vermute. Aber egal, ich will es erstmal selber wissen. Von der uns am nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Passt gut auf dich auf. Falls ihr nicht so richtig gecheckt habt, was ich meine, vielleicht von dem jeweiligen Soundtrack. Ich bin gespannt, ob es direkt das ist. Oh. Der Soundtrack davon ist einfach richtig göttlich. Aber okay, es geht hier mit dem ersten Stern los. Eierplanet Galaxie. Dino Piranha auf dem Eierstern. Okay. Ah, da haben wir schon mal eine kleine Vorschau bekommen. Wie gesagt, mir kommt es allgemein vom Gameplay-Technischen schon mehr oder weniger bekannt vor. Kommt immer drauf an, ob es mir wirklich halt schon etwas sagt oder halt nicht. Ah, nee, ist ein anderer Soundtrack. Nee, okay, gut, dann kommt das auf jeden Fall später. Auf jeden Fall noch in diesem Teil und darauf freue ich mich dann so sehr. Ich gehe erstmal in die Röhre rein. Das war ja oben und unten was gewesen. Okay. Hier scheint es etwas düsterer abzugehen. Dann kommen erstmal ein paar Mini-Sterne hier raus. Nee, es heißt ja Sternteile. Sammeln wir mal die Münze hier noch mit ein. So. Gönnen wir uns auf jeden Fall die Sternteile, die hier auch an den Bäumen hier sind. Aber wie sich Mario bewegt, ist ein bisschen komisch. Vor allem beim Springen, dann. Okay, beim Springen geht's, aber beim Weitsprung ist es so, dass er danach abbremst irgendwie. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, bei den etwas neueren Mario-Spielen, da ist das nämlich irgendwie nicht so. Der läuft einfach so gechillt weiter. Weil der bremst da irgendwie so ganz komisch ab.
Irgendwie, das ist so ein ganz komisches Gefühl. Aber ich mag den Wölbersprung cool, ey. Der sieht voll stylisch aus, der ist cool. So, wo geht's hier lang? Ah, okay, gut. Oh ja, hier sind noch ein paar Sternteile am Start. Ey, ich glaube, ich werde hoffentlich das Spiel sowas von genießen, ey. Ich glaube, da lohnt sich die 100%. Wenn ich an sowas denke, immer irgendwie allgemein, also wegen den 100%, das ist für mich immer so knifflig, weil ich fast nie 100% mache. Für mich einfach so durchspielen fertig, deswegen, und danach juckt es mich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich wirklich ehrlich bin. Ich habe mich noch nie in 100% gewagt, weil das einfach für mich schon zu schwierig ist und zu anstrengend. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich dann einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Also deswegen lasse ich es meistens so beim normalen Durchspielen. Aber ich denke mal, bei Mario Galaxy sind sowieso nur die Sterne. Ich denke mal, es wird nicht so schwer sein, würde ich mal behaupten. Naja, mal schauen. Ich gebe mir Mühe. Bis jetzt sind auch nicht 100% angepeilt. Deswegen steht auch in der Videobeschreibung da eventuell 100%. Also das eventuell ist immer nur so da. Aber okay, um das mal zu erwähnen. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich, schnell. Und wo bitteschön? Achso. Ich will noch gerne nochmal nachschauen. Alter, das Deutsch sackt schon bei mir richtig hart. Hier sind wir diese komischen anderen Gegner da. Waren das jetzt für die 100 Münzen? Oder für was war jetzt das One-Up? Weil ich habe auch kein One-Up gesehen. Hä? Eine C habe ich zum Glück sogar mittlerweile. Dürfte ich das mal einsammeln? Dankeschön. Hä? Ach, lesen. Hä? Es war eine Tür, aber okay. Abwesend. Für ewig lange Zeit. Okay. Wenn du trotzdem hereinkommen willst, auf der Unterseite findest du eine Röhre. Ja, die habe ich schon gesehen, aber trotzdem danke. Komme ich irgendwie nach oben? Ich will irgendwie nach oben. Ich komme nicht nach oben. Kann man überhaupt irgendwie versuchen, nach oben zu gehen? Kannst du versuchen, da drauf zu klettern? Nö. Oh, aber selbst hier schon, die Musik ist so... Oh, richtig nice. Richtig geil, wirklich. Das ist immer so göttlich. Also es gibt schon richtige geile Soundtracks hier im Game. Das ist schon richtig heftig. Na gut, dann lasse ich es mal doch. Aber hier ist noch eine andere Röhre. Hä? Wo führt die bitte schön hin? Hä, hier ist irgendeine Fragezeichenmünze. Soll mir die irgendwas bedeuten zufällig? Kann ich einfach so da hochspringen? Ah ne, dann muss ich hier diese Brücken benutzen, um die Gravitation zu ändern. Irgendwie. So. Ah, okay. Ah, das kommt mir bekannt vor. Die gibt es auch in Mario 3D Land. Diese Musiknoten. Natürlich auch Mario Odyssey. Boah. Doch diese Physik in Mario Galaxy ist auch die Steuerung auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, okay, gut, einwandfrei. Gut. Dann geht's in die Röhre oder rein. Ach so, das ist quasi der Ausgang. Ah, cool. Hoffe, dass auch der Ingame-Sound okay ist, weil ich habe ein bisschen etwas leiser gemacht als beim ersten Part, wo ich es versucht habe, leiser zu machen, aber es war dann dennoch zu laut, aber gut. Was ist denn hier für ein Tipp? Wenn du zwischendurch müde wirst, drücke einfach Minus oder Plus. Wähle dann zurück zur Sternenwarte, um zurückzukehren. Aber Vorsicht, Sternteile kannst du nicht mitnehmen. Okay, dann machen wir mal eine Pause. Nee, nee, Spaß, wir machen natürlich weiter. Kann ich so irgendwie gerade weiter? Ach ja, stimmt nicht. Ja, doch, ja, mit dem Luma-Freund hier. Der mein anderer Luma ja gesagt hatte, hier, deswegen geht's weiter. Ah, wir müssen wahrscheinlich, so wie es aussieht, wieder so diese Sternteile einsammeln. Nee, ach, nicht Sternteile. Naja, von dem Stern, um halt weiterzukommen. Der Treffer war so dämlich. Der Treffer war... Okay, ich sollte mich vielleicht eventuell ein bisschen zurückhalten, ne? Wie gesagt, es ist wirklich blind. Und das ist kein Witz.
Wer es wissen will, warum, der checkt den ersten Part ab. What the fuck? Lass mir die Münze einsammeln. Hallo, geh da drüber. Was ist das für eine komische Zeugs oder so, dass man da langsam wird? Däh. Ist ja richtig scheiße. Lass mich die Münze einsammeln. Mann, geh da, hallo. Boah, kannst du nicht laufen oder was? Ist es so scheiße in dieser komischen Brühe oder was das sein soll? Mein Gott, ist ja schlimm. Okay, gut, haben wir die 5 Teile. Da können wir jetzt auch nun weitermachen. Da kann man da auch normal laufen. Okay, beim Springen macht es ein bisschen schlimmer wahrscheinlich. Und ich habe mich einfach nur mal wieder richtig, richtig dämlich angestellt. So wie immer. Aber die Kameraperspektive ist manchmal nicht so die geilste. Irgendwie habe ich bis jetzt so das Gefühl. Okay, schnell wieder weiter. Die Passage war jetzt ein bisschen scheiße. Gut, hier ist wieder so eine Fragezeichen-Münze. Seid nicht für komischen Glipper-Zeugs. Egal. Ihr habt Sternteile gedroppt, die gönne ich mir erstmal. Och nö. Waren hier nur. Geh weg mit dir. Warum jetzt auf einmal die Ranke? Okay, so geht's auch. Ist wieder irgend so ein Tipp oder Hinweis irgendwas? Greif das Wachskraut und schüttle die Wii-Fernbedienung, um dich zu drehen. Immer wieder gerne. Ich will nach oben. Ach so, ja, schütteln, ja. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich hab jetzt diesen Control-Stick vom Nunchuck jetzt benutzt. War wohl nicht so die brillante Idee, die ich gemacht habe. What the fuck? What the fuck? Oh, das war dazu ein Epic Fail. Ich wollte eigentlich nur Weitsprung dahin und. Ja, ich glaube, ich soll das vermeiden, nicht so oft einen Weitsprung zu benutzen. Geh da weg, was seid ihr für komische Glipper-artige blaue Viecher? Oder irgendwelche Wesen? Okay, gut. Ich sollte die Sternteile wieder einsammeln. Dankeschön. Bitte geh. Was sind denn das für komische Steinkugeln? Was ist das überhaupt für rotes Zeug? Das verstehe ich nicht so. Ich glaube, ich laufe erstmal wieder normal. Ich vermeide Weitsprung, gerade bei sowas, um wieder zu sterben. Ich habe keinen Bock drauf, ein Game Over irgendwann zu kassieren, wenn ich zu beschissene Fails hab da durch. Machen wir noch einfach so, das geht doch auch, oder? What the fuck? Na gut, dann machen wir es wahrscheinlich so, weil so geht's bestimmt auch. Ey, dabei habe ich aber gerade selber angegriffen. Das war nicht diese komischen. Was sollen diese Teile überhaupt darstellen? Ist ja gut. Ich fasse die Teile nie wieder an. So. Was ist unterm Sand los hier? Hat das irgendwas zu bedeuten? Oh, okay. Das war so ein komisches Viech gewesen hier. Es sah zwar anders aus und hat Sternteile rausgespuckt. Aber hier wie dieser Münzgegner oder so, wenn man den besiegt oder so und dann eine Stampfattacke ausführt, da kommen Münzen raus. Solche gibt's also auch. Nur, dass die halt Sternteile halt rausspucken. Sag ich jetzt einfach mal dazu. Nee. Ja, als ob. Ich hatte doch nicht mal für die kurze Zeit eine Möglichkeit, mich überhaupt zu wehren. Was war denn das für ein Scheiß? Okay, gut. Die Münze ist immer sehr gut eigentlich zu bekommen. Hat man immer vollen Lebenskraft. So, weiter geht's. Ah, hier. Gehen wir uns nochmal die Sternteile, die auf dem Weg hier sind. Ah, da sind wir schon bei dem guten Tyrannia, irgendwie so in der Art. Ja, mir kommt der Boss bekannt vor. Dazu muss ich auch sagen, was ich bei Part 1 nicht gesagt habe. Ich habe den ersten Teil nicht komplett gespielt, aber nur so
kurz. Ich hatte es damals mal über einen Freund mal ausgeliehen. Das wollte ich eigentlich noch erwähnen, aber irgendwie habe ich das irgendwie so krass verpeilt, irgendwie, dass ich daran nicht gedacht habe. Und wir müssen den hinten natürlich den Schwanz angreifen, damit das Ei geprellt wird, sag ich jetzt mal. So. Und dich können wir auch leicht besiegen. Einfach den Schwanz angreifen, dann bam, dann hat er schon einen Treffer sitzen. Und schon ist er in Rage-Mode und wird dadurch etwas aggressiver. Und etwas asozial, aber so schwer wird es eigentlich auch nicht. Hallo, kann ich mal das Teil treffen? Weil dieser Endschwanz sieht irgendwie voll komisch aus. Dürfte ich auch mal ran? Ich komme nicht ran, what the fuck? Ja, gönn dir erstmal die Sternteile dafür. Komm schon. Ja, yeah, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Ein Treffer sitzt doch noch. Ein Treffer kommt noch. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gönn dir die Sternteile inzwischen. Nee, wird halt natürlich schneller. Geh weg. Nein, nein, nein. Ich will nicht nochmal sterben. Ich will nicht nochmal sterben. Verpiss dich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Komm her. Junge, komm her. Ja. Besiegt. Besiegt, Leute. Fertig gemacht bis zum absoluten geht nicht mehr. Einwandfreie Spitze. Wunderbar. So geht das. Gönnen wir uns den Stern. Nice. Wenn ich da jetzt gestorben wäre beim ersten Bossfight, Alter. Ich bin vorhin ja schon gestorben. Das macht das Ganze noch schlimmer, wenn ich da jetzt gestorben wäre. Nochmal. Das wäre wirklich so der absolute Gipfel. Du hast einen Stern erhalten. Eierplanet Galaxie. Dino Piranha auf dem Eierstern. Neue Bestpunktzahl. Sternteile nochmal ein paar Stück. Einmal frei. Insgesamt haben wir 192 von denen. Speicher machen wir gerne. Einmal frei. Ist dir der glitzernde Sternstaub aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternenteile. Ja, jetzt wissen wir es auch offiziell. Wir Lumen lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte die Wi-Fi-Bedienung auf den Bildschirm und sammle sie mit dem Stern auf. Dann ziele mit dem Stern und schieße sie durch Drücken von B auf deine Gegner. Achso, kommt jetzt sowieso ein leichtes Tutorial oder was? Lass es uns ausprobieren. Sammle Sternenteile und schieße sie auf mich. Okay, gut. Ja, genau so. Noch mehr. Und es hat jetzt was gebracht? Hm, hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für diese Lektion. Ja, natürlich. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Lummer damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Sternenteile werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. Ja, gut, dass wir wie so ein geldgeiler Sack so viele wie mögliche davon sammeln werden. Ne? Und ich würde sagen, oh, coole Musik. Nice. Und ja, da würde ich sagen, wie gesagt, immer so fast knappe 20 Minuten. Geht eigentlich voll klar, wenn ich nicht so krass faile und alles gut überstehen, dann belassen wir es immer so bei den idealen Minuten eines Parts. Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Kommt drauf an, wie bei mir so der Skill vorhanden ist. Aber ja, gut. Wenn es euch bis dahin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Vielleicht werden noch ein Abo geil. Falls der ein oder andere vielleicht auch neu auf meinen Kanal zustößt und dieses LP schaut. Worauf ich auf jeden Fall, wie gesagt, richtig Bock drauf habe, habe ich schon im ersten Part gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.